Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Slide, was machst du in der Motte? Ja, ganz ehrlich. Guck mal hier. Ich bin hier wieder kurz vor Land. Und diesmal, meine Freunde. Ja. Diesmal machen wir alles anders. Ne, wir sind hier. Aber wir haben diesmal... Welcome aboard, Captain. Nein! Ich will einsteigen, mein Freund. Okay, ich sehe schon. Es gestaltet sich unter Umständen schwieriger als erwartet. Ich muss mal kurz den Antrieb. Ich hänge hier nur kurz. So. I'm back, baby! Was? Da liegt dein Schneeteil? Kein Problem. Hallo, Ähmchen. Dir ist kalt? Nicht hier drinnen. So. Den guten Schneefuchs packe ich natürlich mit ein. Beziehungsweise, ich könnte hier auch einfach stehen. Ah, wer weiß. Vielleicht brauche ich es doch noch. So, jetzt habe ich ja trotzdem mein Partykrebs hier. Genau. Und mein Partykrebs, der hat Energiezellen. Ich mag meine Energiezellen, aber, soll ich euch sagen, was ich noch viel lieber mag? Meine neuen Ionen-Energiezellen, die ich in meiner Seebahn drin habe. Und da ich jetzt an Land bin und meine Seebahn die Ionenzellen nicht brauche, werde ich die jetzt liebevoll austauschen, denn ich werde jetzt einen Landgang machen. So, und ich glaube, ich sollte Sicherheitshalber mitnehmen. Ich bin nicht sicher, aber es kann sein, dass ich den mitnehmen muss. Den Klopfer. Vielleicht. Vielleicht sollte ich auch das mitnehmen. Ich bin überlegen, ist Schneefuchs? Nehme ich den mit? Nehme ich den nicht mit? Ich weiß es noch nicht. Es ist sehr viel Equipment, was ich gerade habe. Wir gehen aber erstmal an unsere bekannte Stelle. Da ist sie wieder, die Aurora Borealis. Macht mir schon wieder weg. Ach. So. Da ich aber keinen Bock auf Erfrieren habe, ne? Setzen wir jetzt hier erstmal. Nein, kein Erweiterungsmodul. Genau. Setzen jetzt hier erstmal den Saft ein. So, und hier drinnen habe ich schon ein paar Sachen mit. Für den Scanner Room und so, weil. Natur, ich komme. Jetzt fahren wir mit großen Geschützen den Laden auf, liebe Freunde. Ah. Kann schlagen. Ich habe wieder einen Enterhaken. Großartig. Mich können jetzt nur noch zu kleine Höhlen stoppen. Can't stop me now. Und hier, wie ihr seht, wir haben eine kleine Minibase. Das ist gut so. Wo auch immer die Beine sind. Niemand weiß es. Mach das Licht aus. Niemand weiß es. Lade den mal sicherheitshalber auf. Hat der denn nicht auch Batterien oder so? Egal. Scanner Room. Frage laut echt, wo stelle ich denn mit dir nachher den Scanner Room hin, mein Freund? Ich glaube, genug Platz dafür nachher? Habe ich mich vielleicht dafür sogar verbaut? Kann sein, dass ich die... Ja. Ich fürchte, den muss ich nachher umsetzen. Moment. So.
Wo stelle ich den da dann hin? Hier oben drauf? Oder ich entferne den Eingang. Und setze da den Scanner Room dran. Und am Scanner Room selber kommt der Eingang hin. Bin mal kurz im Lurk. Muss Magie killen. Ja, viel Spaß. So, wir futtern erstmal was. Was für Tricks haben wir auch? So, hier ist meine Mini-Notdurftbasis. Ihr seht das ja hier. Hier ist eine kleine Ladestation. Hier ist ein Fabrikator. Hier ist ein Bett. Und hier sind ein paar Ressourcen. Da sind schon ein, zwei gecraftete Sachen drin. Da habe ich ein bisschen was zu essen. Da habe ich hier Magnetit. Da habe ich Kupfer, Titan, Silber und ein bisschen hier Quarz mit Glas. Also, an und für sich, von der reinen Versorgung her, alles geil. Bin ich voll dabei. Was mir jetzt nur Sorgen macht, ist... Ernsthaft, ich muss die Pflanzen da jetzt hier konstrukten. So nah stehen die da doch gar nicht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Okay, ich muss die Pflanzen ein bisschen umstellen. Aber ja, mein Gott, da gibt es jetzt Schlimmeres. Wir haben ja neue schöne, runde Töpfe. Scanner Room halt. Ich wundere das auch, dass der... auch nach oben einfach allen ausbauen, ne? Egal, anderes Thema. So, komm mal her. Rein da. Dann kann ich dich nämlich dekonstrukten. Reicht das schon? Nein, okay, wir brauchen noch einen. Sicher, sicher. Da kommen dann hier, ich glaube, das wird nämlich der hier sein. Die beiden da rein. Und im besten Fall kann ich jetzt hier den Scanner hinstellen. Ja. Okay. Sehr schön. Kann ich da abziehen. Alles klar. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt hier mit dem Scanner Room hinbekommen, wenn ich die Luke entferne. Scanner Room. Das wird ein Spaß. Okay, wir entfernen mal sicherheitshalber die Fenster. Ich muss wissen, wo der hinkommt. Muss der irgendwie schweben? Habe ich da irgendwas verpasst? Darf der hier nicht... Ist der nur für Unterwasser geeignet? Oder warum kann ich keinen Scanner-Room hier hinstellen? Verwirrt mich sehr. Ich muss mal kurz rein, mir wird mich kalt. Weiß das gerade einer von euch, oder? Warum ich hier kein Scanner-Room hinballern darf? Darf der nur im Wasser sein? Ist das die Problematik daran, oder? Weil... Also die Antwort lautet schon mal nein. Der kann überall hin. Ja, der Scanner kommt überall, aber das ist ja gerade gesehen so. Den kann ich hier auch überall hinstellen. Okay, also wir brauchen irgendeine Tube. Alles klar. Sag das doch gleich, Spiel. Aber... Das Spiel ist gerade zickig mit Tubes bei mir. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ich weiß nicht, warum. Warum bist du zickig?
Muss ich den ganzen Raum jetzt umbauen? Ich möchte die Region hier auf jeden Fall scannen. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool, dass ich das Ding da hinstellen konnte. Also muss ich ja zuerst irgendeine Form von... Ja, ein zweiter Raum wäre halt... Wäre halt irgendwie too much, oder? Ich meine, ich glaube, der passt nicht mal oben drauf. Nee. Ich müsste mir, glaube ich, komplett neu bauen. Kann ich auch machen. Aber da hätte ich auch gleich Plattformen mir stellen können, weißt du? Da kann ich mir auch gleich hier Titan hinstellen und... Oh, why not? Ist jetzt auch nicht die schlechteste Stelle. Eingang. Luke. Mal schauen, ob der Eingang überhaupt tief genug geht. Oh, gerade so. Nice. Oh, sehr schön. Hypothermia imminent. Ja, ja, drunter Unterkühlung. Für mich auch. Kalt hier, ne? Warning. Emergency power only. Ja, ja, ja. Oxygen production offline. Ist nicht schlimm. Oxygen not included, mein Freund. Damit kenne ich mich aus. So. Machen wir mal ein paar Lichter. Ich habe kein Problem, die Basis da neu hinzustellen. Meint doch immer neu. So. Dann kommt nämlich für mich eher die Frage, wo kommt der Scanner Room hin? Wobei ich hätte die... Ja, ich hätte die Fenster vielleicht... Ich sollte die Fenster erst wegmachen und schauen, wo der Scanner Room am besten hinpasst. Ne? Das wäre smarter gewesen. Sind wir uns einig. Und danach kann ich das immer noch schön machen. Dann setze ich das halt nachher um. Aber das ist ja Kleinkram. Ob die Basis jetzt da... Obwohl ich sie da wirklich ganz cool fand. Aber nun gut. Scanner Room. Du willst sie nicht andocken, ne? Du bist echt so... zum Grießkram, ne? Gesehen, ne? Hier würde er technisch zulassen. Man sieht das, weil er nämlich hier die Röhre mitbauen würde. Arschloch. Tschö. Das habe ich nicht laut ausgesprochen. Unhöfliche Stück, sie. So. Geht er halt dahin, weißt du? Ich bin ja nicht so. So, drücken wir mal die Taste R. Holen wir uns mal gerade alles ins Inventar, was wir zum Craften brauchen. Die Tischkoralle. Ein bisschen Quarz. So. Ist auch jetzt wieder warm. Okay, ich krieg auch direkt Fall Damage. Nice. Titan fehlt, ne? Mhm. Moment. Ist ja nicht das Problem. Wir haben ja hier noch eine komplette Basis stehen. Die ich ja gerne da gehabt hätte, aber ja. Und alles nur für den Scanner Room, ey. Mhm. Dass ich so viel Titan mit habe. Nicht. Aber den Scanner Room brauche ich dann nicht mehr nachher, ne? Wenn ich das alles rüber geschart habe. Wir packen das erstmal Essen und den ganzen Kram mit Wasser und so. Ich versuche jetzt gerade mal durch die Schränke genug zusammenzubekommen. Dass jetzt den Scanner rum da hinten feststellen kann und dann zumindest erstmal alles reindrücken kann. Und danach... Das heißt, es ist cool, ist wirklich hier mit der Lampe, dass das perfekt gepasst hat. Nein, Sly, du wolltest von hier, glaube ich, nicht rein, aber egal, jetzt bist du drin.
Na, wird er noch fertig? Nice. Der Scanner Room. Leer. Erweiterungsmodule. Ach, die sind im Dings drin. Ja, alles gut. Ja, Leute, in der nächsten Folge habe ich hier den Raum umgebaut. Und dann schmeißen wir mal das Radar an und schauen uns die Umgebung mal genau an. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Slime. Ciao.